Also zurück hier zum zweiten Impulsvortrag der dritten Netzwerktagung. Partizipation hat Methode. Ja, wie sieht sie jetzt eigentlich aus, die netzbasierte Jugendbeteiligung? Also um endlich mal auf die Damen und Herren unter uns zu kommen, wie es eigentlich gehen sollte. Und diesen Vortrag wird halten Jürgen Ertel, der ist der Projektkoordinator bei der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik. Dort ist er koordinierend zuständig für das Projekt Youth Part. Wird auch gefördert vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und wie gesagt, Michael Lange hat schon gemeint, 5 Minuten müssen wir ihn wieder reinholen. Bitte schön, Jürgen Ertel. Ja, das wird natürlich ganz schwierig werden, weil ich nämlich ein Langredner bin. Deswegen bitte ich um Unterbrechung jederzeit. Und das sollte auch Methode sein in diesem Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, machen Sie es am besten sofort, am besten gleich aufstehen und losreden. Das wird nämlich das Einfachste sein, weil sonst bekomme ich es nicht mit und rede einfach weiter und wir haben nachher keine Zeit mehr für Fragen. Ich kann dann auch tatsächlich mich etwas anschließen an den Bemühungen, etwas kürzer sich zu fassen. Das heißt, ich lasse eben halt auch jetzt gleich diese Internetseite, kann man sich merken, unter usepart.info einfach weg. Vielleicht noch die Anmerkung, dass das das Wunschbild meines Friseurs ist und was ich nicht bedienen kann, aber dafür eben halt andere Dinge. So, das kommt später. Ich habe für den Vortrag eine Mindmap erstellt. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für Ihre Arbeit. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, mit verschiedenen Softwaren online, kollaborativ mit anderen, auch kommentierbar, ja, Mindmaps in dem Sinne von eben halt Verästelung von Ideen zusammenzutragen. Das ist schon mal ein erster Zugang, nämlich andere zu beteiligen, ein Stück weit, indem man sie auffordert, Ideen, Informationen zusammenzutragen als Basis für weitere Verfahren. Und das haben wir nicht nur als Mindmap gemacht in unserem Projekt, sondern auch in Kombination mit anderen Menschen für die Beteiligung mit den Möglichkeiten von Medien im sogenannten digitalen Zeitalter auch auszutauschen. Dafür haben wir uns verschiedene Möglichkeiten bedient, auch ganz klassische, nämlich indem wir Kontakt aufgenommen haben mit anderen Ländern und recherchiert haben vorher, wer ist dort Ansprechpartner, mit wem können wir kooperativ in einen Austausch gehen, um letztendlich zu sehen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn für mehr Partizipation in der digitalen Gesellschaft. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich herausstellte vor 2,5 Jahren, als wir mit angefangen haben, im Projekt Youthpart eben halt in einen multilateralen Austausch zu gehen, weil es gibt kaum Beispiele. Das werden wir mit Sicherheit heute Nachmittag auch noch diskutieren können, weil es nämlich auch eine Frage ist. Wir reden alle so viel von E-Partizipation, aber wo findet die denn eigentlich statt? In welcher Qualität? Das haben wir dann auch tatsächlich sehen müssen in der Erwartung im internationalen Austausch. Da, wo man es vermutet hätte, sind alle viel weiter in dieser Auseinandersetzung, zum Beispiel in Finnland, oder wo man vermutet, im United Kingdom, da passiert schon was. Ja, Ansätze, gute Ideen, aber auch noch nicht die Praxis, die dafür reichen würde, dass man die von uns erstellte Datenbank für Good Practice in E-Participation zu füllen. Diese Datenbank haben wir fertig, es gibt keinen einzigen Eintrag bisher. Das lag vielleicht auch ein Stück daran, weil wir sehr hohe Ansprüche an dem haben und auch damals hatten schon, was wir denn auch letztendlich als E-Partizipation verstehen wollen. Wir haben also schon den Ansatz, dass wir nicht nur sagen, es muss was passieren, dass Jugendliche irgendwie mitmachen. Und da haben wir heute auch schon in den verschiedenen Beiträgen vom Morgen ein Stückchen mitbekommen, dass natürlich der Begriff Partizipation teilweise etwas inflationär beansprucht wird. Also sich in Bildungsmaßnahmen einzubegeben, Dinge, die frei sind, zu nutzen. Das muss nicht nur unbedingt schon Partizipation heißen. Das ist vielleicht ein Zugang dahin. Die Kritik, dass so wenig mitgemacht haben bei Liquid Friesland zum Beispiel, ist manchmal und leider auch manchmal vernichtend immer auch der Wertmaßstab, um zu beurteilen, war es jetzt ein konstruktives, ein erfolgreiches Partizipationsverfahren oder nicht. Egal, wie man die Regeln auf den Kopf stellt, ob 1,99 oder eben halt 90,91, letztendlich kommt es dann darauf an, was da auch qualitativ an Ideen erbracht worden ist und unter welchen Bedingungen, wie ist es verankert, hat es tatsächlich Wirkung zeigen können. Und ich glaube, das sind eher die Maßstäbe, die wir brauchen, um zu messen, ist etwas gut und erfolgreich. Und vielleicht kommen wir da auch wieder mehr zu tatsächlich guten Beispielen. Für
mein Input ist auch ja, gerade im Rahmen dieser Veranstaltung auch ein wichtiger Aspekt. Was kann Medienpädagogik, was kann das Netzwerk Medienkompetenz auch in diesem Zusammenhang beitragen? Wo ist unsere Rolle in diesem Gemisch? Wo sind da auch neue Aufgaben für Medienarbeiterinnen und Medienpädagoginnen im Bereich E-Partizipation tätig zu werden? Vielleicht können Sie auch die Wächter der Qualität werden für E-Partizipationsprozesse. Ich werde ganz konkret werden gleich in einzelnen Schritten. Die sind eigentlich noch viel konkreter festgeschrieben im Sinn, dass sie auf Papier gedruckt sind auch schon. Ja, das ist nicht endgültig. Wir drucken einfach neueres Papier, wenn die Diskussion weiter vorangegangen ist. Nein, aber hier ist ausführlich die Arbeitsergebnisse dieser Gruppe im internationalen Austausch festgehalten zu diesen Guidelines. Ich habe jetzt Auszüge zusammengefasst hier und nochmal interpretiert. Das sind teilweise eben halt auch mit Grafiken illustriert, dass es einfacher ist. Und ich versuche immer auch darauf einzugehen, wo können wir mit unserer Arbeit als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen auch anknüpfen. Das Ganze fliegt ein wenig, hoffentlich. Die Netzwerkverbindung ist ja da, Michael, oder? Ja. Na, jetzt. Hallo. Immer schon gut, dass wir es vorher nicht getestet haben. Bitte? Ich habe ja darauf verzichtet, das nochmal auszuprobieren. Dass wir den Rahmen haben, dass wir unten auf die. Kein Netz? Der Vorteil von dieser Map ist natürlich, dass sie nur online funktioniert. Hat aber auch wiederum den Vorteil für Sie, und da haben wir schon gleich auch ein paar Kritikpunkte an E-Partizipation, wenn man eben halt vom Strom abhängig ist und vom Netzzugang, dass Sie natürlich auch die Sachen weiterhin nutzen können. Das heißt, Sie bekommen natürlich auch den Link in der Dokumentation, aber auch über Twitter und Facebook nachher, sodass Sie auf diese Map zugreifen können, Dinge rauskopieren können, die Grafiken nutzen können, weil die ganzen Dinge sind auch unter einer Creative Commons Lizenz und für Sie weiterhin nutzbar. Insofern dann vielleicht dann doch auch der bessere Träger, auch wenn wir gerade das Problem haben, dass wir nicht dran kommen. Also in dem Fall die technischen Rahmenbedingungen, nicht so sehr die politischen. Ja. Genau, aber ich kann ja trotzdem etwas weiter erzählen, ob das noch nicht klappt. Auch wenn die Bilder zu schöner wären. Wir müssen einerseits dieses Stufenmodell, was aber auch schon vom Kollegen Matthias von Zehlbock kam, welche Stufen von Partizipation wollen wir eigentlich bedienen, differenzieren nochmal mit der Wirksamkeit. Da müssen wir auch noch was in Zusammenhang bringen. Also wenn wir von Konsultationen reden, wie es eben halt auch im Beispiel geschah, eben halt in den verschiedenen Beispielen, die gebracht worden sind, was Bürgerbeteiligung angeht, das waren ja hauptsächlich Konsultationsverfahren, dann waren die aber gerahmt auch von einer Möglichkeit, tatsächlich Wirkung zu erzielen. Es gab vorher eben halt Vereinbarungen, die Ziele definiert haben. Was soll hinten rauskommen? Und das ist bei sehr, sehr vielen Verfahren, die wir auch mit dem Stempel Partizipation versehen, eben halt nicht. Also das heißt, es kommt nicht nur auf die Stufung an, sondern eben halt auch um die Verbindlichkeit, die Wirksamkeit. Und das wird sehr oft leider nicht differenziert. Das heißt, es geht einerseits um sogenannte transitive Verfahren. Das sind die Verfahren, die von vornherein so angelegt sind, dass sie auch einen strukturellen Prozess im Hintergrund haben, dass es eine Vereinbarung gibt, eine Zieldefinition, eine Wirksamkeit. Also ganz klar und einfach. Es gibt vorher Absprachen mit dem zuständigen Ausschuss, vielleicht in unserem Zusammenhang Jugendausschuss, Kulturausschuss, der sich mit den Dingen, die dann von den Jugendlichen erarbeitet werden, auch tatsächlich befasst. Das wäre die Mindestvereinbarung. Und es gibt eine Rahmensetzung mit der Verwaltung, die auch garantiert, dass die Dinge, die Jugendliche beizutragen haben, dann auch tatsächlich Gehör finden. Und das ist schon ein Moment, was unterscheidet von den intransitiven, nicht-transitiven, nicht auf Wirksamkeit allein ausgerichteten Verfahren, die wir sehr oft antreffen und wo wir uns auch, das ist jetzt gar keine Kritik daran, dass das nicht eine Arbeitsleistung ist, aber sie muss relativiert werden, wo wir uns sehr oft auch in der Medienpädagogik bewegen.
Das heißt, wir nennen bestimmte Dinge der Medienarbeit auch schon partizipativ, das auch in großen Teilen zu Recht, aber wir meinen damit eben halt, dass jemand mitgemacht hat, dass jemand beigesteuert hat, dass es ein gemeinschaftliches Produkt ist, dass es eine Aussage gibt. Es ist letztendlich ein Stück der Dinge, die Medienkompetenz auch als Zieldefinition schon mitbringt. Das heißt, wir haben auf der Handlungsebene natürlich den Aspekt der Partizipation. Sich einbringen mit Medien, damit auch ein Stück den gesellschaftlichen Diskurs mitführen. Aber wenn das außerhalb von Rahmenbedingungen passiert, wenn das viel Freude für alle gemacht hat, man gut darüber gesprochen hat, dann ist das nicht ausreichend, um zu sagen, es hat auch schon Wirkung erzeugt. Sondern dann haben wir uns auch selber ein ganzes Stück in ein Vakuum begeben, was vielleicht dazu beiträgt, dass Jugendliche ein Stück Beteiligungskultur lernen, aber darüber hinaus noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie wirksam sein können. Bitte. Wer kann denn wie? Moment, ich denke, das unterstützen wir mit dem Mikrofon, das ist ja sicherlich für alle interessant. Wer kann denn wie die Adressaten, also an die sich die Jugendlichen wenden und teilnehmen wollen, motivieren, die Jugendlichen und ihre Ideen aufzunehmen, das in die Diskussion mit einzubringen und dann möglicherweise das rauszumachen? Denn die Praxis sieht doch so aus. Wenn jetzt auch nur die Jugendlichen ankommen und sich da einmischen wollen, dann steht der Bürgermeister mit steifen Haaren da und sagt, ich habe sowieso keine Kohle. Jetzt habe ich noch 3 Vorschläge von Jugendlichen, bleibt mir damit vom Leibe. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es Erkenntnisse, wo das besonders gut funktioniert und verbreiten Sie die? Na, wir sind ja guter Hoffnung, dass eben halt es mehr Beispiele geben wird, wenn Rahmenbedingungen entsprechend stimmen. Aber ich sehe eine Aufgabe tatsächlich dann bei auch uns Medienpädagogen, diese Rolle zu übernehmen, Verwaltung und Politik dafür zu begeistern, dass es Sinn macht, auch mit den ganzen Hintergründen, die wir schon im letzten Vortrag gehört haben, mehr Beteiligung zu ermöglichen. Dies aber eben halt in einer Struktur, in einer Rahmensetzung zu bringen, dass es tatsächlich auch einen Output hat. Die Vereinbarung, die man trifft, Dankeschön, die kann da auch sehr kleinspurig sein. Das heißt, dass es nur darum geht, erstmal auch Ideen zu sammeln und man sich damit im zuständigen Ausschuss oder im Rat damit befassen wird. Das ist ja schon ein Zugewinn. Aber wenn es gar keine Vereinbarung gibt, dann ist es eher zufällig. Und ich glaube schon, dass man eben halt eine Aufgabe wahrnehmen kann, eher anwaltlich als ja, Jugendbildner, aber genauso eben halt auch als jemand, der im Medienbereich tätig ist, vor allen Dingen, wenn er Medienangebote unter Partizipationsaspekten realisieren will, genau für diese Rahmensortierungen auch zu sorgen. Dass eben halt Verwaltung, Politik, alle, die am Beteiligungsprozess beteiligt sind, auch darauf einrichtet, dass da was kommt und in welche Richtung es gehen sollte. Das beinhaltet sehr viel Aufwand, also Qualifizierung von Verwaltung. Da müssen auch Verwaltungswege, müssen da auch zumindest für die Zeit des Verfahrens optimiert werden. Das verlangt, dass man eine Bereitschaft hat in der Politik, die Dinge auch ernsthaft aufzunehmen und sie zu diskutieren. Dann gibt es auch eine höhere Beteiligung, würde ich unterstellen, weil nämlich dann auch für die Jugendlichen klar ist, es geht da nicht darum, einfach nur unter Marktforschungsaspekten befragt zu werden und mal was gesagt zu haben, eher zufällig, sondern das müssen natürlich auch noch lernen, die Jugendlichen, ernst genommen zu werden in ihren Anliegen. Und darauf kann man tatsächlich auf Dauer eine schöne Struktur aufbauen. Also eben kein Feigenblatt, nicht? Eben kein Feigenblatt. Ich habe die beiden Dinge ja schon gerade benannt und ich beziehe mich natürlich jetzt auch hauptsächlich auf Online-Beteiligung, komme aber trotzdem zum Schluss, dass natürlich E-Partizipation alleine nicht stehen muss. Aber andererseits, aufgrund des Mediennutzungsverhaltens von Jugendlichen, was wir auch schon gesehen haben, kann es eigentlich gar keine Partizipation geben ohne E. Ja, es ist, die Kommunikation von Jugendlichen hat sich dahingehend verändert in mediatisierten Lebenswelten, dass natürlich alles auch irgendwie Internet, mobilfunkmäßig kommunizierbar sein muss. Mischformen sind wichtig, aber auch nur da, wo sie Sinn machen. Und den Sinn eben halt entsprechend herauszuarbeiten, das sind die entsprechenden Aufgaben. Wir haben ja schon ein bisschen Zeit verloren. Sie können nachher auf dieser Map diese Dinge hier aufschlagen. Dann gibt es eben halt da entsprechend
auch noch mehr zu sehen. Jetzt geht das natürlich nicht weg. Dankeschön. Ein Stufenmodell mit Teilen, wir haben es gerade auch schon angesprochen, würde in dem Fall von E-Partizipation heißen. Und E-Partizipation meint also hier tatsächlich alle Verfahren, die auf einem elektronischen Wege stattfinden. Kollegen sagen auch sehr oft, alles was einen Stecker hat. Ja, und das hat auch tatsächlich Sinn, weil es ist nicht damit gemeint, dass wir jetzt auf Internetplattformen alleine arbeiten, sondern natürlich kann auch weiterhin Videoarbeit, Radioarbeit, kann Fotoarbeit, all das natürlich auch einen Beitrag leisten. Ist sogar wichtig, um eben halt auch, in Beteiligung steht auch sehr nah immer der Begriff der Benachteiligung, dass man nämlich auch Menschen mitnimmt, die eben halt auch nicht in der Lage sind, sich gut textlich zu artikulieren, wohl aber auch mit künstlerischen Ausdrucksmitteln, zum Beispiel im Film, in der Fotografie, sich einbringen können. So, dann haben wir die Stufen nochmal reduziert bei der E-Partizipation. Natürlich einerseits Beratungsprozesse, Entscheidungsprozesse, ja, das ist dann schon eben halt die Stufe mehr. Wie gesagt, immer auf der Folie, dass es eben halt schon um transitive Formen geht, um direkte Formen geht und natürlich angestrebt, und auch das kann man realisieren, auch Selbstbestimmungsprozesse. Es wäre natürlich auch auf Dauer vorstellbar, warum nicht, dass bestimmte Budgets, Schülerhaushalte etc. natürlich den Jugendlichen direkt zur Verfügung stehen und sie selber darüber auch befinden, in demokratischen Prozessen, wie diese auszugeben sind. Okay, wenn wir das Ganze uns vorstellen, dass wir natürlich dann auch verschiedene Stufen durchgehen müssen, um zu einem erfolgreichen Verfahren zu kommen. Und das ist auch die Form der Guidelines, wie sie erarbeitet worden sind, dass nämlich in 6 Phasen das Ganze zu verstehen ist. Und wir haben natürlich immer am Anfang, und das ist wirklich schon fast eine Anleitung, wie man solche Projekte dann auch umsetzen kann in ihrer Praxis, steht dann die Entwicklungsphase, in der man tatsächlich dann auch sich vereinbaren muss, nämlich dass man Mindeststandards hat, dass man tatsächlich die Rahmungen definiert. Und ganz entscheidend, auch das wird sehr oft vergessen, auch in unserer Arbeit, wir können das in unserer eigenen Praxis schnell reflektieren. Jugendliche sind nicht immer so einbezogen, wie wir uns das gerne vorstellen und auch das Vorhaben es meist auch schon herausstellt. Sehr oft sprechen bestimmte Situationen ja, leider dafür, es anders zu machen. Wir kennen das vom Videoschnitt. Tolles Filmprojekt, geschnitten wird der Film nachher nicht unbedingt mit den Jugendlichen gemeinsam. Und genauso müssen wir es bei Partizipationsprozessen natürlich auch sehen. Wir müssen uns anstrengen, sie möglichst früh mitzunehmen, weil sonst kommt es auch nicht an. Es wird nicht verstanden, es findet nicht die Akzeptanz, die man braucht. Also nicht irgendwelche fremd angelegten Verfahren, sondern in allen Phasen Jugendliche mitnehmen. Sie sollen auch entsprechend mitentscheiden. Und alle Beteiligten, das heißt jetzt auch Verwaltung und Politik, müssen eben halt auf sich vereinbaren, um auch keine falschen Erwartungen zu wecken. Also einerseits die Angst davor, Überforderung, was Sie gerade angesprochen haben, was kommt da auf uns zu, kostet noch zusätzlich und macht auch noch Ärger. Nein, das muss man relativieren eben halt. Was kann es uns positiv bringen und in welchem Rahmen können wir uns bewegen? Und genauso soll es auch bei den Jugendlichen sein, dass wenn sie über den öffentlichen Nahverkehr diskutieren, sich einbringen, müssen sie vorher wissen, dass ÖPNV-Entscheidungen locker 2 bis 3 Jahre brauchen. Allein die Gremien, wie sie sich zusammensetzen, haben eben halt einen anderen Rhythmus als unser Partizipationsverfahren, was wir vielleicht auf 2 Monate anlegen. Und natürlich sollte man sich darauf verständigen, mit welcher Software, auf welcher Online-Plattform arbeitet man, mit welchen Medien und wie stellt man der Öffentlichkeit darüber her. Machen wir was mit Facebook, ja oder nein? Und in bestimmten Ländern ist es nicht möglich. Es gibt sowas wie ein Facebook-Verbot, das kann man zwar nochmal separat diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber wenn in der Schule oder im Jugendzentrum Facebook nicht zugänglich ist, macht es auch wenig Sinn, Facebook als eine Vereinbarung zu treffen. Genauso rum macht es vielleicht auch wenig Sinn zu sagen, wir machen alles auf Facebook. Weil da müssen wir auch schauen, welcher Beliebigkeit wir uns aussetzen, dass Facebook morgen alles ganz anders macht und unser Verfahren dann nicht mehr Gültigkeit hat. Und natürlich müssen wir auch schon bereits in der Entwicklungsphase sicherstellen, dass eine Transparenz darüber hergestellt wird. Das ist leichter gesagt als getan. Das heißt, es ist immer auch ein Moment von gelingenden Beteiligungsverfahren, deutlich zu machen, dass man eine Draufsicht mit Durchsicht hat. Wer hat welche Interessen überhaupt an diesem Verfahren? Wer ist daran beteiligt? Wohin führt das? Wer hat es ins Leben gerufen? Wer ist zuständig? Wer moderiert es? All diese Dinge sollten
auch verständlich zugänglich sein. Weil sonst haben wir etwas, wo wir gar nicht wissen, wo es hinführt und sind auch unsicher, wem erzählen wir da was. Was wird dann nachher mitgemacht? Es braucht eben auch ein Vertrauen durch Transparenz. Und man braucht letztendlich eine Gesamtstrategie der Jugendbeteiligung. Das ist eine eigenständige Jugendpolitik. Die betreiben sie auch in Brandenburg, ja, aber da muss man es festschreiben. Weil das bietet die Sicherheit, dass solche Verfahren auch auf Dauer strukturell aufgestellt werden können und auf Dauer Beteiligung möglich ist und damit eben halt nicht nur Eintagsfliegen bleiben. Und wir hatten das mit der Neuentwicklung in den Informations-Internet-Technologien, was Handynutzung angeht, Smartphones und Tablets, die an erster Stelle stehen, aber es können ja auch ganz andere Social-Media-Kanäle zukünftig vielleicht auch angesagter sein als vielleicht jetzt Facebook oder eben halt WhatsApp. Die Dienste verändern sich ja auch. Das heißt, wir müssen uns die Optionen offen halten und trotzdem muss unser Rahmenbedingungsgeflecht dafür passend sein, dass wir die unterschiedlichsten Medienkanäle nutzen können. Und wir sollten das frühzeitig erkennen, was ist der beste Zugang. Das sind ganz interessante Entwicklungen. Wir hatten es ja eben halt jetzt mit Open Doors von ZebraLog gemeinsam mit Microsoft wohl auch an den Start gebracht. Das heißt, bei Microsoft kann das in der Cloud kostenlos gehostet werden. Daran merkt man schon, also auch Unternehmen haben für sich entdeckt, das ist nicht nur ein Geschäft, sondern auch eine Zukunftsgeschichte. Das heißt, man muss Anwendungen haben, auch für die Technologien, die man anbietet, in Bereichen, in gesellschaftsgestaltenden Bereichen. Das ist eben halt Partizipation und Partizipation. Und Unternehmen entdecken sehr schnell, dass dort Möglichkeiten sind, auch ja, ihre Software, ihre Technologien auch tatsächlich so nutzbar zu machen, dass sie verankert werden. Es kommen ganz interessante Dinge so langsam zur Oberfläche, dass man sie mitkriegt. Manchmal auch erst zufällig, was Facebook überlegt, eben halt Facebook dann eben halt auf die Firmen für Intranet-Geschichten. Das geht dann vielleicht auch weiter, dass man eben halt das auch zu Intralösungen, vielleicht auch zu Beteiligungslösungen führt. Es hat mich total überrascht, bin eingeladen worden von Instagram, die Überlegungen anstrengen, Instagram als eine Oberfläche zu nehmen für Beteiligungsverfahren, für Jugendbeteiligung. Das haben sich nicht Medienpädagoginnen einfallen lassen, sondern geschäftsführende Menschen. Und ich finde das sehr spannend, weil das auch für uns die Anknüpfungspunkte bietet, zu sagen, okay, da sind die Dinge, wo wir auch als Medienkompetenznetzwerk, als Medienpädagogin unsere Kompetenzen einbringen können, um solche Prozesse zum Erfolg zu führen. Wir sind diejenigen, die auch die Rahmen auf der pädagogischen Seite setzen können, die Begleitung realisieren können, damit solche Dinge erfolgreich werden können. Herr Ertel, darf ich da kurz einhaken, weil Sie jetzt Instagram angesprochen haben. Wenn ich das jetzt so richtig einschätze, Instagram, ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, da wird ja gerne mal das Mittagessen gepostet oder man schreibt eben halt dann doch mit sehr vielen Bildern was über Dinge, die vielleicht nicht unbedingt bei Partizipation und gerade dann auch politischer Partizipation, die Sie ja hier eigentlich jetzt auch ansprechen, einem so im Auge stehen. Wie kann denn das also rein vom Layout, vom Design her überhaupt umgesetzt werden? Naja, so ganz einfach. Eigentlich, dass man mit Hashtags arbeitet, natürlich da auch. Und zum Beispiel Dinge, die einen besonders interessieren, Treffpunkte von Jugendlichen, aber auch Dinge, die einem nicht gefallen oder wo es notwendig wäre, auch neu zu investieren oder wo man auch Bedarfe hat im Sportbereich, wo man vielleicht auch aufzeigt, wo Reparaturen notwendig sind. Also eine Mischung aus Meldungen von Fix My Street bis hin zu eben halt auch Aspekten, das sind die Plätze, die wir gerne an die Gestaltung nehmen wollen. Und sich natürlich dann auch darüber, über die Bilder, über die Fotografie, auch in Diskussionen zu begeben. Und das Ganze könnte man natürlich zusammenführen, auch in einen entsprechenden Rahmen setzen, mit der einfachen Technologie des Hashtags. Also Twitter wäre da genauso eine Möglichkeit. Das sind auch Dinge, wo wir gar nicht warten müssen, bis das die Anbieter auf uns zukommen und sowas realisieren. Ich fand es nur spannend, dass auf der Anbieterseite man sich ähnliche Gedanken macht. Wir sollten da vielleicht auch mehr Fantasie für uns schon mal in Bewegung setzen. Wobei Sie ja schon richtig gesagt haben, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, was natürlich dann da ein lukratives Geschäftsmodell sieht, nicht? Ja, aber zumindest eben halt auch die Bindung
an Software natürlich. Und man kann ja auch da solche Dinge auch noch ausbauen. Ich vermute, das wird auch passieren. Also im Moment ist es ja relativ übersichtlich, wer in dem Bereich was macht. Allerdings gibt es auch viel Unkraut an Firmen, wenn man eben halt als Dienstleister für Verwaltung, es gibt mittlerweile entsprechende Zeitschriften ja nun auch, die sich E-Government-Fragen widmen. Wenn man dann in Anzeigenteil durchgeht, dann gibt es dann schon 100 von Anbietern. Aber wer konzentriert daran arbeitet, sind relativ wenige. Und aber auf Dauer kann es schon sein, dass das natürlich auch eine Konkurrenzsituation ist. Also dass man nicht nur das mit auch nicht nur Unternehmen überlässt, sondern natürlich auch eingreift selber in den Prozess, natürlich mit offener Software, mit offenen Zugängen, mit bereitgestellten Zugängen und auch mit der entsprechenden Fachlichkeit solche Dinge auch direkt anbietet an Jugendliche. Und da sind wir als Medienkompetenznetzwerk natürlich dann auch gefordert. Das heißt aber nicht, dass man in Konkurrenz direkt treten muss zu kommerziellen Anbietern, sondern ich glaube schon, das machen wir auch in der Praxis, dass man eben halt auch Dinge kooperativ entwickeln kann, dass man auch voneinander lernt und die Dinge ergänzt, sodass insgesamt dann eben halt auch ja, eine verbesserte Praxis entstehen kann. Zur Durchführungsphase. Es ist sicherzustellen, dass das Beteiligungsverfahren in Entscheidungsprozessen eingebettet ist. Das ist auch schnell gesagt, es ist aber auch genau das, was ich vorhin schon betont habe. Nur wenn man sich nachher mit den Anliegen, die Jugendliche zusammengetragen haben, auch befasst, kann man den Anspruch von transitiven Partizipationsverfahren für sich auch ja, markieren. Kann man auch sagen, das war ein E-Partizipationsverfahren, was tatsächlich Wirksamkeit hat. Aber das sicherzustellen, das ist eine harte Aufgabe. Und ich habe auch schon, auch in den Modellprojekten, die wir begleitet haben, eine völlige tolle Zusammenarbeit mit tollen Zielsetzungen, mit hoher Zufriedenheit bei den Jugendarbeiterinnen zustande bekommen, was auch nicht einfach ist, aber wo alle Jugendarbeiterinnen aus allen Bereichen mit am Tisch waren, wir uns auf Dinge verständigt haben und nachher der Bürgermeister der Gemeinde sagt, was? Die dürfen da schreiben, was sie wollen? Und das ist schon freigeschaltet, das geht nicht über unsere Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Nee, das machen wir nicht. Und es gibt natürlich auch bonierte Menschen, das ist Gott sei Dank die Ausnahme, denen man das auch nicht erklären kann, die auch nicht willens sind, was anderes anzunehmen. Aber dann ist es komplett gescheitert. Wir haben es dann auch nicht trotzdem gemacht, weil es hätte den Wert verloren, diese Maßnahme. Das heißt, dann lieber gar nichts machen, als etwas machen, was dann doch nicht in den Rat getragen wird. Und natürlich sollten alle Beteiligten, und damit sind alle Gemeinden, Verwaltung, Politik, entsprechend erklären, was möglich ist und nochmal in Wiederholung, was nicht möglich ist. Und natürlich müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass Zugänge da sind. Und das heißt also im Zweifelsfall auch in Jugendeinrichtungen, Schulen auch die Möglichkeit zu haben, auch über offen aufgestellte Terminals, zu bereitgestellten Tablets, mit eben halt auch tatsächlich Internetzugänge in Jugendzentren eine Möglichkeit zu haben, jederzeit Zugriff zu nehmen, das nicht nur als Privatsache zu erklären. Und fängt auch gleichzeitig auf, eben wenn wirklich Probleme da sein sollten, vielleicht mangels Flatrate auf dem Handy für Internetzugänge, dass man auch da einen Ausgleich kompensiert. Die Vernetzung der Akteure, das sollte natürlich auch, da haben sie gute Voraussetzungen, weil sie ja schon ein Netzwerk haben, sollte natürlich auch schon weiter in die Richtung auch gedacht werden, dass es eine Trägerebene auf Dauer wird. Und natürlich kann man die Strukturen, die vorhanden sind, ja schon nutzen. Das macht es umso einfacher, eben halt, wenn man eh schon in einem Austausch ist. Das heißt, es sind auch konkrete Aufgaben für ein Netzwerk Medienkompetenz da gegeben, solche Beteiligungsverfahren ja auch als erklärende Basis zu nehmen. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, es bleibt das A und O. Nicht die Jugendlichen müssen geschult werden, nicht die Jugendlichen müssen zwingend qualifiziert werden in Online-Verfahren, das ist für sie viel leichter zugänglich in der Regel, sondern sind die Mitarbeiter in der Verwaltung. Und dann müssen wir eine ganz andere Gruppe in den Fokus nehmen, eben halt nicht Arbeit mit Jugendlichen, sondern Arbeit mit Politik und Verwaltungsmitarbeiterinnen. Auch was wichtig ist, wir kennen das natürlich auch von einigen Projekten, die meist den Zeitplan aber auch deswegen gestutzt haben,
weil das Geld nicht reicht. Das ist natürlich eher die negative Weise, eine Notwendigkeit für Zeitplanung hinnehmen zu müssen, sondern wir sollten das natürlich positiv aufgreifen und sagen, ja, dadurch, indem wir uns eben halt auf einen Zeitrahmen setzen, ist auch eine ganz klare Intensität der Arbeit auch gewährleistet und auch eine Verlässlichkeit besser herzustellen. Und auch für Jugendliche und nicht nur für die, sondern genauso für die Verwaltung und Politik auch leichter von vornherein eben mal zu sehen, wo sind welche Termine der Auswertung, wo sind auch Face-to-Face-Treffen, wo sind all diese ganzen Geschichten, die zu einem Verfahren dazugehören, in einem zeitlichen Raster. Das sollte man auch offen kommunizieren. Auch das eigentlich lapidar, eigentlich habe ich immer das Gefühl, das sind so Selbstverständlichkeiten. Tatsächlich wird es oft unterlassen. Dann sagen wir, ja, wir wollen im Sommer fertig sein. Ja, im Juni oder im September. Oder geht der Sommer jetzt schon bis im Oktober? Und da sollte man schon sagen, es geht eben halt genau diese Monate und an den Tagen wollen wir diese Zwischenstufen erreicht haben. Und natürlich sollten wir auch Beispiele haben, die wir kommunizieren, wie eben halt die Plattform. Und die Plattform ist ja eben halt weiter zu fassen, als nur eine Internetseite dann auch nutzen können. Ja, Neutralität zu erreichen. Das ist ein hoher Anspruch, das ist ja mal von dem wir gehen objektiv an die Sache ran, ist eigentlich nicht. Aber was man machen kann, ist natürlich, diese Dinge so zu formulieren, dass sie verständlicher sind und dass verschiedene Perspektiven aufgegriffen werden. Und wenn man dann hingeht, und da muss man einfach auch Kolleginnen nochmal dazu Hilfe rufen, die es vielleicht auch besser können. Also jemand, der Germanistikstudium hat, ist wahrscheinlich dann auch eher in der Lage, Dinge auch nochmal deutlicher zu formulieren, dass zumindest dieser Anspruch angezielt werden kann. Und man muss nicht alles selber können. Aber das ist eben halt eine neue Aufgabe, ein neuer Job für Sie. Und es werden mittlerweile sogar schon Stellen ausgeschrieben, meist im Bereich von Open Government, E-Government, wo auch pädagogisch geschlagene Menschen eben halt auch so eine Person darstellen. Nämlich derjenige, der die Beteiligungsverfahren realisiert, der für Sorge trägt, dass es transparent abläuft und dass alle beteiligten Seiten ihren Interessen berücksichtigt werden. Solche Dinge, das sind nicht unbedingt Zuständigkeiten, die man bisher im Hauptamt der Verwaltung gesucht hat, sondern sind neue Aufgaben, die man vielleicht eben halt eher in einem pädagogischen Rahmen finden kann. Das ist eigentlich, es wiederholt sich zum Teil natürlich auch in den Dingen, die ich jetzt referiere, aber es macht nochmal deutlich, dass man die Dinge auch tatsächlich betonen muss. Schaffung von Zugängen und die Informationsphase. Und mit Informationen, das ist nämlich auch etwas, was wir sehr oft unterm Tisch fallen lassen, weil wir meinen, die Jugendlichen können sie ja schon zusammen googeln. Und das ist was ganz anderes. Und es ist leider auch so, dass viele öffentliche Förderungen mittlerweile die Struktur von Jugendinformationen, seien es nur klassische Büros oder eben halt Online-Informationen, zurückgefahren haben, teilweise mit dem genau gleichen Argument, dass das Internet genügend Informationsquellen anbietet. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Dinge so aufzubereiten, dass sie verständlich sind. Es geht um Quellenzugang und das Verständlichmachen auch von diesen Quellen. Und dann können Sie eben halt nicht den Haushalt der Kommune XY einfach auf den Tisch stellen in 12 Bänden und sagen, guckt euch das mal an, liebe Jugendlichen, dann könnt ihr auch mitreden. Das können Sie natürlich nicht, sondern wir wissen auch, dass man mittels digitaler Medien auch Dinge so aufbereiten kann, dass sie verständlicher werden, Open Haushalt und, solche Dinge, Visualisierung spielen eine große Rolle. Und auch da sind Medienpädagogen gefragt, da einen Beitrag zu liefern, dass sie ja, das eben halt verständlicher machen. Und nur diese Information, wenn ich sie dann auch habe, ist eigentlich die Basis für Partizipation. Weil wie soll ich sonst meine Meinung gebildet haben? Oder soll ich aufgrund von Vermutungen entscheiden? Und dafür Sorge zu tragen, dass diese notwendigen Informationen, die ich brauche, um tatsächlich dann auch gut vorbereitet in eine Diskussion zu gehen und meine Argumente einzubringen, dafür brauchen wir Jugendinformation und Jugendinformation ein Teil, auch Aufgabe von Medienkompetenz. Es sollen Personen benannt werden, guck mal Michael, es schleift schon wieder, wenn es Probleme gibt. Und auch da nochmal, es ist nicht der gleiche unbedingt, den wir vorhin hatten, der alles organisiert und den Rahmen sicher hält, sondern auch nochmal als Vermittler. Auch da brauchen wir Navigatoren, da brauchen wir Coaches, wurde es ja eben auch schon mal genannt im anderen Vortrag, die das übernehmen können. Und
mit der leicht verständlichen Sprache, ja, anschauliche Darstellung, Visualisierung, wir haben es gerade schon gesagt. Und Verhaltenskodex, Regeln, aber auch da, wir sagten es schon, Jugendliche sollten von vornherein mit einbezogen werden. Unter welchen Bedingungen findet das statt? Welche Daten werden wo wie gespeichert? Auch das muss klar sein. Zu Recht haben wir Jugendliche begleitet dahin, dass sie auch kritischer gegenüber Datenerfassung sind. So, scheinbar haben sie viele Sachen für sich selber auch adaptiert, aber einige Dinge scheinen ja auch in entsprechenden Kampagnen gelungen zu sein. Dann müssen wir uns auch danach verhalten und nicht einfach darüber weggehen und sagen, naja, bei uns ist alles safe, qua Behauptung, sondern das müssen wir auch deutlich machen, wie und was damit passiert. Und Medienkompetenzstärkung, ja. Es ist ja nicht bei allen so, dass sie eben halt schon medienkompetent dabei sind. Und das heißt nicht nur Medien bereitstellen, unterschiedliche Art, um sich besser einbringen zu können, sondern das heißt natürlich da auch nochmal Dinge auch zu hinterfragen. Das kennen Sie, das ist Ihr Geschäft. Werbung für das Beteiligungsverfahren machen, ja, natürlich. Es gehört genauso mit dazu, wenn wir einen öffentlichen Prozess machen, auch Öffentlichkeit dafür zu machen. Weil sonst macht keiner mit und man kann das ideenreich machen. Ein Beispiel, was wir vorhin gehört haben bei den Studierenden, das eben halt auf dem Pappbecher auch aufzudrucken, finde ich sehr gut. Und wir sollten uns da eben halt auch mehr Dinge einfallen lassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es einfach reicht, wir machen eine Internetseite und verteilen 3 Links über Facebook. Das reicht nicht. Da müssen wir genauso viel Anstrengung machen wie bei jeder Kommunalwahl auch. Passende Technik, ja. Und ich weiß, dass ich mich beeilen muss, wurde mir vorhin signalisiert. Nochmal auch Sprache, nochmal auch die Ausdrucksweise, Verständlichkeit nochmal in den Vordergrund stellen. Und auch das gehört dazu, zu den Quelldaten. Da kommen wir gleich auch wieder in einen Bereich, den andernorts viele Menschen im Bereich Öffnung von Verwaltung und der Open Government auch diskutieren, Open Data. Also das, was wir auch auf der politischen Ebene diskutieren, wie stellen wir eben halt die öffentlich verfügbaren Daten auch tatsächlich öffentlich, dass sie nutzbar werden, das ist auch eine Schnittstelle, die wir in Jugendbeteiligungsverfahren brauchen. Okay, wir kommen ganz schnell eben halt auch, dass das Verfahren plausibel erklärt werden muss, dass wir Beauftragte haben, die das Ganze gucken und wir müssen natürlich auch sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert und natürlich hat Software auch Grenzen. Und der Spielraum ist natürlich schon erklärt, der Zeitplan ist gemacht, die beabsichtigte Wirkung ja, muss eingehalten werden, das muss kontrolliert werden und natürlich ist klar, dass eben halt auch in der Software selber die gleiche Transparenz herstellen wie im Verfahren. Und das ist natürlich ein Argument für offene Software und ein Argument auch leider gegen Facebook und ähnliche Dienste. Wir müssen wissen, was da drin passiert. Und ich kann Ihnen sagen, E-Partizipationssoftware kann man so programmieren, dass die Algorithmen das Ergebnis schon tendenziell ausdrücken können. Das fängt damit an, mit welchem Schlüsselwort man arbeitet, wie geclustert wird und. Das kann man in verschiedene Richtungen, ohne es mit einer manipulativen Absicht gemacht zu haben, sondern einfach auch, weil der Programmierer sich gerade so entschieden hat, kann man Dinge auch in eine Verfälschung bringen. Und um das aufzuspüren, abzustellen oder eben halt auch besser zu realisieren, ist es notwendig, dass man auch Software hat, die entsprechend das einblicken lässt und verbesserungswürdig ist. Und natürlich müssten alle ein Feedback zum Prozess geben können, was auch nicht selbstverständlich ist. Datenschutz sagten wir schon. Und natürlich haben wir auch die Aufgabe, als Medienkompetenznetzwerk auch nochmal herauszustellen, was es überhaupt für einen Beitrag für den gesellschaftlichen Prozess bedeutet, wenn wir Partizipationsverfahren machen. Dokumentation, das ist schon bei online, da ist nämlich schon alles dokumentiert. Ja, das macht es uns leichter. Und natürlich sollten wir das Ganze nachher auch öffentlicher machen, dadurch, indem wir eben halt das Archiv auch entsprechend öffnen. Michael guckt mich ganz streng an. Und Archive anlegen, 3 Minuten ist immerhin noch, da kommt übrigens der Film dazu, nach einer gewissen Zeit überprüfen, ob das Beteiligungsverfahren auch tatsächlich so funktioniert hat, weil Ziel muss nicht gleich Ziel sein. Wir müssen uns auch vorsichtig bewegen und nicht nachher behaupten, das war schon erfolgreich, obwohl wir uns vorher andere Rahmensetzungen gegeben haben. Da müssen wir sehr viel auch in Selbstkritik investieren. Und natürlich müssen Jugendliche nachher ihre Beiträge auch wiederfinden. Auch das ist alles gar nicht so einfach. Also es braucht sehr viel Navigationsbegleitung.
eben halt letztendlich durch Menschen, die solche Prozesse dann auch begleiten, das neue Aufgabenfeld, was für uns auch in Frage kommt. Und sie sollen darüber erzählen können. Nur so bauen wir stückweise Struktur auf und haben diese Beteiligungskultur entwickelt. Das heißt, wir können diese technischen Möglichkeiten dann auch nutzen, die Vorteile von online auch tatsächlich eine Gestaltung vorzunehmen für eine bessere Voraussetzung für weitere Verfahren. Dass Dinge downloadbar sind, die Software hatte ich ja schon genannt, dass sie einen offenen Quellcode haben. Jetzt kommt es ganz kurz. Alle Beteiligten müssen eine Rückmeldung erhalten. Das ist noch was anderes als das Feedback innerhalb des Prozesses, was wir gerade hatten, sondern wenn es dann zu Ende ist. Manchmal sagen alle, Mensch, jetzt sind wir endlich durch, es ist geschafft. Dann und dann ist noch vielleicht die Filmvorführung, kennen wir eben halt so, dann ist die Ausstellung, hier sind die Sachen jetzt online zu sehen. Das alleine reicht nicht, sondern da muss Rückmeldung kommen von der Politik, von den Ausschussmitgliedern, da muss Rückmeldung kommen von und zur Verwaltung und, und. Also alle, die an dem Prozess beteiligt waren, sollten entsprechend auch zur Verbesserung des Verfahrens und damit man eben halt auf Dauer es auch noch richtiger machen kann, sich rückmelden können. Und es bleibt letztendlich jetzt noch die Kontaktadressen und der Hinweis, dass Sie die von mir eben gezeigte Broschüre natürlich jetzt auch mittlerweile unten erhalten, weil die Post dann doch noch gefunden wurde. Das heißt, Sie können, in der Zahl sind Sie, glaube ich, sogar da, unten noch mitgenommen werden und Sie sollten das beobachten und weiter drauf gucken, was passiert in diesem Projekt, weil wir jetzt natürlich dann doch nach 2,5, 3 Jahren einige Beispiele aufführen können, wo wir sagen können, ja, da kann man anschließen, da kann man dran lernen, damit kann man es besser machen. Und Sie sollten es auch diskutieren. Dafür ist Facebook gut geeignet für uns als Multiplikatorin. Diese Facebook-Gruppe E-Partizipation hat mittlerweile knapp 1000 Mitglieder und Ihnen geht nicht zum Thema, wenn Sie diesen Newsfeed abonniert haben in Ihrem Facebook-Account. Wer heute noch sich entscheiden kann, sich anzumelden für eine Tagung am 3. und 4.12., der kann es heute noch tun. Heute ist der letzte Tag Anmeldefrist für eine Tagung zur Jugendbeteiligung der digitalen Gesellschaft in Berlin. Teilnahme ist kostenfrei. Es gibt noch so 20 Plätze. Das ist dann das Maximalste ausgeschöpft. Also wer sich kurzfristig entscheiden kann, möge bitte einfach auf medialvernetztaktiv.de draufgehen. Michael, jetzt müsstest du mir vielleicht doch nochmal helfen. Komme ich sofort zu dem Film. Das wäre nämlich das Letzte. Dankeschön. Die Zusammenfassung, damit Sie entspannen können, gibt es jetzt nochmal. Guidelines für gelingende E-Partizipation Jugendlicher. Alle E-Partizipationsprozesse folgen einer generellen Struktur in 6 Phasen. Entwicklungsphase, Umsetzungsphase, Zugangsphase, Input- und Dialogphase, Output- und Ergebnisphase, Auswertungsphase. Diese Struktur ist für alle Arten von E-Partizipationsprozessen identisch. Schritt 1. Entwicklungsphase. Alle Beteiligten sollten sich darauf einigen, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Chancen und Grenzen dem Entscheidungsprozess innewohnen. Schließlich wäre es nicht richtig, falsche Erwartungen zu wecken. Wir müssen das Rückgrat des Prozesses errichten. Deshalb sollte der gesamte Partizipationsprozess Teil einer übergreifenden Strategie zur Beteiligung der Jugend sein. Schritt 2. Umsetzungsphase. Wie übersetzen wir die allgemeinen Parameter in konkrete Aktivitäten? Es sollte ein Netzwerk aller relevanten Akteure geben, wie zum Beispiel Entscheidungsträger, Jugendliche, Jugendverbände, Schulen und Firmen. Alle Mitarbeiter, die in den Beteiligungsprozess involviert sind, sollten zusätzlich geschult und ausgebildet werden. Die Zeitplanung und die zeitlichen Abläufe sollten bei allen Beteiligten, den Verwaltungen, Entscheidungsträgern und Jugendlichen berücksichtigt werden. Alle Akteure sollten sich auf eine Person einigen, die den Überblick behält und als Beobachter des Prozesses agiert. Diese Person sichert die Transparenz und den Schutz der Interessen von allen Beteiligten. Schritt 3. Zugangs- und Informationsphase. Wie können wir die Tools und Informationen für die Zielgruppe zugänglich machen? Die Tools sollten eine Mischung aus Online- und Offline-Angeboten sein. Manchmal ist Bedarf für mehr Online, manchmal für mehr Offline. Das hängt vom jeweiligen Thema ab. Es sollten Projektmanager ernannt werden, Kontaktpersonen oder Mediatoren. Verwende leicht verständliche Sprache
und präsentiere die Inhalte klar und anschaulich. Alle Akteure sollten sich auf gemeinsame Standards für die Online-Community einigen, ebenso auf gemeinsame Regeln, um mit bestimmten Problemen umzugehen. Ergänzende Schulungen sollen die Medienkompetenz von allen Beteiligten weiterentwickeln. Starte Werbung für den Partizipationsprozess und fördere die Beteiligung auch durch Netzwerke und Medien. Alle Informationen zu dem Thema, das diskutiert wird, sollten bereitgestellt und zugänglich gemacht werden. Sie sollten in Bezug auf Sprache, Format und Ausdrucksweise an die Zielgruppe angepasst sein. Alle verfügbaren Open-Data-Inhalte sollten für die Jugendlichen abrufbar sein, sodass sie zusätzlich eigene Recherchen durchführen können. Schritt 4. Input- und Dialogphase. Wie rücken wir das gewählte Thema und die damit verbundenen Diskussionen in den Fokus? Gib eine einleuchtende Erklärung, warum das aktuelle Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen wurde. Erläutere den Hintergrund und stelle die Initiatoren und Einrichtungen, die den Prozess umsetzen, vor, sowie die Interessen, die sie vertreten. Erläutere die Struktur, die Hauptmerkmale, das Potenzial sowie die Grenzen der Software. Erkläre die einzelnen Schritte des Beteiligungsverfahrens und des Zeitplans. Erläutere die beabsichtigte Wirkung des Prozesses und halte dich daran. Alle Teilnehmer sollten die Möglichkeit haben, ein Feedback zum Prozess zu geben. Datenschutzbestimmungen sowie der Schutz der personenbezogenen Daten müssen garantiert sein. Schritt 5. Output- und Ergebnisphase. In dieser Phase geht es um den Effekt des Prozesses. Die Ergebnisse sollten öffentlich für jeden zugänglich gemacht werden. Auch die betreffenden Entscheidungsträger sollten direkt über die Ergebnisse informiert werden. Es sollte möglich sein, nach einer bestimmten Zeit zu überprüfen, ob die Ergebnisse des Partizipationsprozesses umgesetzt wurden. Während und nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens sollte die Wirkung der Beiträge der Jugendlichen auch als solche sichtbar gemacht werden. Schritt 6. Auswertungsphase. Wie bewerten wir den E-Partizipationsprozess und warum? Alle relevanten Akteure sollten die Möglichkeit bekommen, ein Feedback zu geben. Die Auswertung sollte konkrete Vorschläge zur Optimierung zukünftiger Projekte enthalten. So schließt sich der Kreis auf dem Weg zu noch erfolgreicheren zukünftigen E-Partizipationsprozessen. Für weitere Informationen und für den Download der Guidelines erreichst du uns über www.youthpart.de oder per E-Mail über youthpart@iab.de. Dieses Erklärvideo wurde gestaltet von, genau. Die Links zum Film als auch zu den Guidelines und zu der Mindmap wird getwittert und kommt bei Facebook und kommt mit Sicherheit auch in die Dokumentation. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank, Jürgen Erfeld.